Also ich fange morgens sehr früh an, hole einige Hunde ab, fahre dann zu einem gewissen Ort, wo ich sage, das ist das Optimale heute für die Hunde, was der Hund einfach braucht. Und dann laufe ich 1,5–2 Stunden mit denen. Und in diesem Laufen schon trainiere ich den Hund, indem ich ihm verbiete, irgendwo hinzulaufen. Heißt, ihr habt euch zu benehmen auf einem Weg, weil ich gehe mit euch auf eine Wiese, wo ihr dann eure Energie rauslassen solltet. Das ist wie bei Kindern. Wir gehen ja auch nicht überall hin und sagen, Kinder, ihr dürft hier spielen, sondern wir gehen mit denen auf einem Spielplatz, wo wir die Kontrolle drüber haben und sagen, ab hier dürft ihr spielen. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass das Kind irgendwo hinläuft. Und so ist das bei den Hunden das Gleiche. Jeder Hund ist erziehbar, weil ein Hund kann alles im Grunde genommen. Man muss nur die Fehler rausholen. Das, was er nicht machen sollte, das trainiere ich weg. Ansonsten hat ein Hund eigentlich gar keine Fehler, weil ein Hund will sich weder kämpfen, noch prügeln, noch Dummheiten machen. Das ist nur, weil man ihn auch nicht in Grenzen setzt. Ich arbeite gar nicht spezifisch mit dem Hund im Einzelnen. Ich mache ein Sozialverhalten. Das ist ein Sozialverhalten, das ist wie bei uns Menschen. Wenn wir uns alle ein bisschen sozial verhalten, Respekt miteinander umgehen, machen wir die Welt alle ein bisschen bunter. Und dann hat auch kein Hund das Gefühl, dass er sich um irgendwas kümmern muss.